Hi und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, meine Leute, heute ist ein Update rausgekommen von der neuen Folge von Sword Art Online Season 3. Leute, wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, sollte abschalten. Alle anderen können jetzt hier bleiben, wenn ihr gespoilert werdet. Ich habe euch vorgewarnt. So, und zwar befinde ich mich hier auf der Event Map, wie schon gesagt, und ich schaue jetzt mit euch das Ganze hier mal an, was da jetzt Neues rausgekommen ist. Und zwar hatte das neue Update so ein paar Kleinigkeiten mit sich gebracht. Und zwar schauen wir uns jetzt mal gemeinsam die Notification an, wo jetzt alles ein bisschen mehr genauer erklärt worden ist. Und zwar, hier seht ihr schon, Anime Broadcast Celebration Event Part 7 Another World. Das ist das neue Event, was jetzt hier am Laufen ist. Und ich muss sagen, ich feiere das Event schon ziemlich krass. Also, wow. Und hier kam ja schon das nächste Calm Blue Rose Order. Und die kostet 1500 Arcana Gems. Und wir bekommen da halt 11 verschiedene Skills. Und mit bisschen Glück halt diesen neuen Usual Skill. Jetzt mal zu diesem neuen Event. Das Ganze sieht so aus, das erinnert mich schon mehr an diese Ebene 8 Hexe, und zwar Envy the Witch. Nur dass es halt nicht Envy the Witch ist, sondern The Administrator von Alice Nation. Hier drunter sieht man, was man bekommen kann. Man bekommt dieses blaue Schwert, ist ein Avatar. Kann man nicht craften, das bekommt man nur in diesem Event. Und das möchte ich jetzt heute irgendwie erfarmen. Heute Abend ist nochmal ein Gildentreff. Da werden wir mal mit der Gilde einfach ein bisschen durchkloppen. Und ja, ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Für diejenigen, die das Spiel spielen. Ein bisschen verwirrend ist es, dass man jetzt Asna auf Gate Plaza hat. Also ganz vorne. Und da muss man halt mit ihr reden. Und das Verwirrende daran ist, sie vertritt zwei Events. Und zwar noch dieses Otherworldly Event, wenn es das Event ist. Ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf. Und halt eben das neue Event. Das heißt, über Asna kommt man auf der gleichen Map auch zu Kirito, der das andere Event macht, und auch zu Asna, die jetzt das heutige Event halt macht. Ja. Dark Cockatrice. Dark Cockatrice ist ja ein Huhn mit einem Schlangenschwanz. Schweif. Das ist auch der Boss bei Kirito, und ja, er vergiftet uns. Er vergiftet uns, das heißt, man braucht schon Gegentränke, also Gegengifte, sogenannte Cleansing Potions, um das Gift halt wegzubekommen. Seine Schwächen sind Slashing, also Schwert, Dagger, Wasserelement, auch kombinierbar mit Schwert, weil es gibt ja Slashing Water Skills und halt auch Holy, also Licht. Und da ist man auch mit Schwert gut unterwegs, wenn man jetzt ein Slashing Holy Element Skill hat, wie zum Beispiel Alice Skill, wie zum Beispiel auch andere neue Skills, die jetzt rausgekommen sind. Ich habe jetzt nicht alle auswendig im Kopf, ich kenne nur meinen Skill, aber es reicht aber schon, wenn man Slashing hat. Das ist ja auch eine Schwäche. Der nächste Gegner, der jetzt auch mit Dark Cockatrice kommt, sind zwei Gegner, die ihr bekämpfen müsst, ist Crimson Chain Fenrir, und er macht mehr Blutungsschaden. Das heißt, seine Attacken verursachen Blutungsschaden über Zeit. Das heißt, ihr bekommt dann so viel Leben abgezogen über Zeit, halt wie auch bei Vergiftung, Verbrennung, Frostbite und etc. Seine Schwächen sind Slashing Element, wieder einmal Schwertman, Fire Element, also Feuer, ja, Feuerschwäche. Sword hat auch Slashing Fire Skills, genauso wie Water and Holy. Das heißt, diese beiden sind auch schon mit dabei, und unser Endgegner ist halt diese Witch. Sie heißt White Witch und sieht aus wie der Administrator aus Sword Art Online. Ihre Attacken machen Verbrennungs- und Frostbite-Schaden. Das heißt, Frostbite hat man auch bei Envy the Witch, und Burn hat eben, wie schon gesagt, Feuer. Verbrennung. Ihre Schwächen sind Slashing, Water, Holy and Earth.
Das heißt, bei Rapier hat man auch Skills mit Earth, aber da ist es dann Trust in Earth. Also, ja, da muss man schauen, welche Nebenelemente man hat. Ne? Also, mir ist jetzt nicht bekannt, also ich habe jedenfalls, glaube ich, keinen Sworn in Earth Skill, allerdings genügend Water und einen Holy. Also, Schwertmain, wie schon gesagt, einfach Schwert nehmen, reingehen, kloppen. Finish. Also hier bin ich nochmal einfach beim Trader gegangen und es ist einfach viel besser hier das Ganze zu zeigen und zu erklären. Also nochmal 999 für diesen Brewer Sword. Ist ein Einhandschwert-Avatar und man bekommt einen Ability-Skill von Yuzhou. Yuzhou macht einen Damage mehr, wenn es wirklich so sein soll, wenn ein Defense Buff aktiviert ist. Ich meine Kuharu hat genügend Death Buffs. Mein Switch macht mir nochmal einen Death Buff. Da sind schon genügend Death Buffs drinne, um halt meinen Attack hoch zu pushen. Das heißt, ich glaube, den werde ich mir dann auch ausrüsten. In der Hoffnung, dass er besser ist als andere Skills, die ich habe, wobei es ein Event Skill ist und Event Skills sind in der Regel schwächer als normale Skills, die man in einer Order bekommt. Des Weiteren macht der Wasser-Damage von Wasser-Skills 0,05% mehr Damage. Achtung dabei, wenn man den Skill auf Level 70 hat, dann auch auf Level 80, wird das wahrscheinlich, ich habe das noch nicht getestet, ich habe den Skill noch nicht, wird der Prozentsatz halt erhöht. Keine Ahnung, ob es so ist, ich hoffe es ja mal. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, macht dieser Fragment, Baumfragment, keine Ahnung, was es sein soll, braucht man wahrscheinlich, um das Schwert da zu craften. Das heißt, bevor man das Schwert. Hä, nee, das geht ja nicht. Man braucht ja nur. Hä, warum braucht man das? Ah, wahrscheinlich für andere Avatare. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Man braucht dieses Item für ein späteres Event und nicht für dieses Schwert. Und jetzt weiter geht's mit dem Video. Viel Spaß! Okay, da werde ich mir auch schon ein paar kaufen. Wie viel hat man da? Einen. Alles klar, man kann nur einen bekommen. Okay, ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Werde ich dann später sehen. Dann Fruit Water wird irgendwann wieder ablaufen. Recover 1000 HP. Und macht die Status-Element wie Frostbite und so weiter weg. Okay. Dann halt das Übliche wie Tränke, Wiederbelebungskristalle, Fruits, Golden Bells, Stones für das Equipment zu transformieren und Hammer. Dann nochmal Stones, Frames und das war's. Ja. So sieht das Ganze dann hier beim Trader aus. Und hier haben wir noch zwei Gildenmitglieder, und zwar Pala und Misu. Grüße an euch zwei, gehen raus. Ich überlege gerade, ob ich mit ihnen einen Boss machen soll, den 50er vielleicht. So, ich nutze jetzt diesen Ladescreen kurz, um was loszuwerden. Und zwar bin ich jetzt mit Pala in einer Party. Mitsu wollte eigentlich auch, ist aber nicht mehr hier aufgetaucht. Und ja, viel Spaß mit dem neuen Event Level 50. Thank you.
den jetzt in die 70er drinne und ja, wir machen den jetzt und danach geht's weiter mit dem Update und viel Spaß. Das war jetzt das Event und das war noch nicht alles, Leute. Das war noch nicht alles. Und zwar kam mit dem Update auch noch eine Panel-Mission raus. Eine Panel-Mission ist so eine... sind mehrere Missionen, die man erfüllen muss, um was zu bekommen. Man hat dann, ich glaube, 4 auf 4 so eine Tabelle, so eine Art Dings. Und da steht dann zum Beispiel jetzt drin, ja... Clear jetzt dreimal Charakterquest Hippocampus, das war jetzt mal eine, oder Taurus, oder da war noch was, keine Ahnung, oder mach jetzt den 70er Event hier dreimal, dann bekommst du die Belohnung und wenn du jetzt alles da gemacht hast, bekommst du das Endbelohnung und das ist dann halt ein Avatarstück gewesen. Und zwar wird das jetzt über 4 Wochen gehen, das heißt jede Woche ein Avatarstück, eine Panel-Mission also, und das ist ein Ober-Unterteil für den männlichen Charakter und und Ober- und Unterteil für den weiblichen Charakter. Wie sie den Dungeon da aufgebaut haben, dass man am Anfang noch 4 Quests machen muss, bevor man überhaupt das Farmen anfangen kann. Das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Tut mir leid, Leute. Das sind 4 Quests, da bekommt man insgesamt 300 Arcana-Gems. Zweimal eine Quest, wo man 50 Arcana-Gems bekommt und zweimal eine Quest, wo man 100 Arcana-Gems bekommt. Dann hat man halt diese 300 zusammen. Ja, das... wäre es dann von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin heute ein bisschen in Eile, weil wir haben gerade 16.38 Uhr und das Video soll für 18 Uhr online kommen. Das wird eine Menge Arbeit. Ja, ich würde sagen, das war's von mir. Wir sehen uns normalerweise am Freitag, es sei denn, es kommt noch was hinzu. Und ich würde sagen, ich bin raus, macht's gut, haut rein und ciao.